Hallo und herzlich willkommen an euch alle zum zweiten Abend der MRT2Go. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Schade, dass wir uns nicht wie sonst bei der MRT live sehen, aber schön, dass ihr trotzdem dabei seid. Wir vom AGO haben uns wirklich gefreut, dass Clemens Hägele uns für das heutige Interview zugesagt hat. Clemens Hägele ist Direktor des Bengel-Hauses und betreut dort seit einigen Jahren jetzt schon Studierende. Ja, ums Thema Bibel soll es heute gehen, wie die Bibel mit meinem Studium zu tun hat und wie ich auch in meinem persönlichen Glaubensleben damit umgehe. Und dazu möchte ich gleich die erste Frage stellen. Clemens, wie findest du in der Bibel konkrete Weisungen für dein Leben? Da würde ich gleich zurückfragen, was heißt konkrete Weisungen? Wenn konkrete Weisungen erwartet werden für jede Einzelentscheidung meines Lebens, dann würde ich dringend davon abraten, die in der Bibel zu suchen. Wenn konkret aber bedeutet, dass die Bibel mir einen bestimmten, konkreten Rahmen für mein Leben vorgibt, dann würde ich sagen, da finde ich doch einiges in der Bibel. Nennen kann man als so einen ethischen Rahmen oder Entscheidungsrahmen, was bewegt sich noch innerhalb der 10 Gebote, was bewegt sich innerhalb der Weisung Jesu. Zum Beispiel, du sollst nicht richten oder du sollst dich nicht sorgen. In diesen Dingen ist die Bibel sehr konkret. Um es vielleicht an einem Beispiel mal klar zu machen, die Bibel sagt mir nicht, wen ich heiraten soll. Aber die Bibel sagt mir, dass ich meinem Ehepartner gegenüber treu sein soll. Mhm. So würde ich es verstehen mit konkret. Jetzt gibt es ja aber in der Bibel auch einige Geschichten, wo Menschen Gott sehr konkret auch nach einem Zeichen, um eine bestimmte Entscheidung zu treffen, gebeten haben. Wie würdest du dann sowas einordnen? Oder wie gehst du mit dem um, wie biblische Figuren Entscheidungen treffen in deinem persönlichen Glaubensleben, wie du deine Entscheidung triffst? Also ich sage so, wenn Gott etwas ganz Bestimmtes, ganz Konkretes von einem bestimmten Menschen will, dann wird er es auch so ausdrücken, dass dieser Mensch es verstehen wird. Mhm. Aber die Frage, wie du sie gestellt hast, war, wie kann ich jetzt in bestimmten Entscheidungssituationen, wo ich mir eben nicht sicher bin und so, die Bibel zu Hilfe nehmen? Da wäre ich manchmal tatsächlich vorsichtig, da jetzt einen ganz konkreten Hinweis dann aus der Bibel zu erwarten. Nochmal, wenn Gott einen klaren Willen hat für einen Menschen, dass er ein bestimmtes Ziel dann auch anvisiert, dann wird Gott auch deutlich reden. Mhm. Da gibt es ja Beispiele in der Apostelgeschichte. Dieser Traum kommt zu uns nach Mazedonien. Oder der Heilige Geist hat uns verwehrt, durch dieses und jenes Gebiet zu gehen. Das, glaube ich, gibt es schon. Aber wenn Gott in dieser Weise nicht deutlich spricht, dann sollte ich auch von der Bibel nicht dann ganz konkrete Weisungen erwarten. Jetzt ist ja gerade für uns Theologiestudierende häufig auch die Frage nach der Berufung, also bin ich berufen. Was würdest du da sagen, wie wir konkret Weisungen bezogen auf den Punkt in der Bibel rauslesen können? Ob man da aus der Bibel eine konkrete Weisung rauslesen kann, bin ich auch nochmal vorsichtig. Mhm. Aber ich würde sagen, eine Berufung für ein bestimmtes Amt sollte, ich nenne es mal, unterfüttert sein von ein paar Kriterien, die man da durchgehen kann. Ein Kriterium zum Beispiel ist, würde ich mit Freude auf so ein Ziel zugehen. Mhm. Ich kann noch gut erinnern, einer meiner Vorgänger hier im Bengelhaus, Gerhard Meyer, der hat gesagt, wenn Gott einen irgendwo haben will, dann gibt er einem eine Neigung ins Herz. Mhm. Oder auch schlicht solche Sachen, habe ich eine Begabung für diesen Beruf? Macht es mir Freude zu predigen? Kann ich bestimmte Sachen gut? Kann ich mir auch dieses Berufsziel vorstellen? Kann ich mir vorstellen, so nennt man, die Soziologen nennen Pfarrberuf eine Totalrolle, also eine, die man nicht um 16 Uhr ablegen kann. Mhm. Kann ich mir vorstellen, in so einer Totalrolle zu leben? Kann ich mir vorstellen, mit sehr, sehr unterschiedlichen Menschen, auch mit unterschiedlichen Glaubensansichten zusammenzuarbeiten? Solche Dinge halte ich für wichtig, also die nicht auszusparen, diese ganz nüchternen, normalen, alltäglichen, vernünftigen Fragen. Und dann ist für mich auch noch ein wichtiges Kriterium bei Berufung, was sagen die Geschwister? Mhm. Und wenn viele Geschwister
mit demselben Gedanken für mich auf mich zugehen, ist das für mich ein wichtiges Kriterium. Kannst du noch an einem Beispiel erzählen, wie du konkret eine Entscheidung getroffen hast, wo du dir auch zunächst nicht sicher warst? Ja, ich hatte eigentlich geplant, direkt nach dem Studium noch ein Jahr ein Praktikum in der Kirchengemeinde zu machen und dann sehr schnell in Richtung Vikariat zu gehen. Und dann kam das Angebot von Rainer Riesner am Lehrstuhl für Neues Testament in Dortmund mitzuarbeiten für 3 Jahre. Und da war unter anderem das Votum der Geschwister für mich sehr wichtig. Ich habe 9 Geschwister gefragt. Für eine ganze Menge, 9. Und es ging 8-1 für Dortmund aus. Und das war für mich ein wichtiges Kriterium unter anderem. Vielen Dank. Jetzt noch mal eine Frage, die ein bisschen in andere Richtungen geht. Wie finde ich in der Bibel ethische Orientierung? Also die Frage kann man vielleicht ganz ähnlich beantworten wie die vorher. Ich würde, um ethische Orientierung zu finden, nicht nur fragen, gibt es zu dieser speziellen Frage eine ganz direkte Antwort, sondern ich würde erst einmal suchen in der Bibel, gibt es dort für bestimmte Lebensbereiche einen klar gezogenen Rahmen? Also was sagt zum Beispiel die Bibel zum Wert des Lebens? Was sagt die Bibel zum Zusammenleben der Geschlechter? Was sagt die Bibel zum Thema Umgang mit dem Nächsten und so weiter? Gibt es hier so einen bestimmten Rahmen? Und bevor ich aus der Bibel eine konkrete Antwort für ein bestimmtes, vielleicht auch sehr spezielles ethisches Problem mir erwarte, würde ich zuerst nach diesen Grundlinien fragen. Was sind ethische Grundlinien in der Bibel? Und helfen die mir schon bei dieser speziellen Frage, die ich habe? Bezogen auf das Thema Umweltschutz, was würdest du sagen, was da die Bibel für Grundlinien gibt? Na gut, erstmal haben wir natürlich als Christen in unserer Theologie einen klaren Begriff von Schöpfung. Kann vielleicht mal als ein Gegenbeispiel bringen. Die Schöpfung nicht mit Gott zu identifizieren, sondern von ihm getrennt, was Eigenes aber als sein Geschöpf dann auch zu bewahren, ist ein Gedanke, der zum Beispiel im Hinduismus völlig fremd ist. Im Hinduismus ist die Schöpfung durch und durch selbst göttlich, deswegen kann ihr auch nichts passieren. Und deswegen ist es auch überhaupt kein Problem, überall dort in der Natur einen Müllberg einzustellen, Gewässer zu verschmutzen und so weiter. Aber zu wissen, es ist eine von Gott so gewollte Schöpfung, gibt mir dann nochmal einen zusätzlichen Impuls zu sagen, sie ist auch schützenswert. Und das Bebauen und Bewahren aus dem Schöpfungsbericht ist dann nochmal ein zusätzlicher, wichtiger Hinweis. Und würdest du ansonsten sagen, dass die ethischen Grundlinien eher im Sinne von Verboten und Gesetzen gegeben sind? Oder wie definierst du diese Grundlinien? Woran siehst du die? Natürlich gibt es Verbote, gibt es Gesetze, gibt es klare Aussagen, aber auch, mir geht es auch erstmal darum zu fragen, was gibt uns die Bibel? Welchen Raum gibt uns die Bibel? Nicht im Sinne von, wie sind wir eingeschränkt, sondern erstmal, wie sind wir auch befreit, bestimmte Dinge zu tun? Wozu ist der Mensch, was ist dem Mensch als Gabe mitgegeben? Thema Beziehungen, Thema Arbeit, Thema meinetwegen auch Ämter und solche Sachen. Was ist dem Menschen mitgegeben und dann zu fragen, und wie ist das jetzt ethisch zu gestalten? Also nicht nur, das sollst du sein lassen, sondern erst auch mal fragen, zu was bin ich denn, was gibt mir Gott als Geschöpf auf dieser Welt auch mit? Das Gebot der Feindesliebe, wie findest du das konkret Umsetzung in deinem Alltag oder wo begegnen wir das? Ein bisschen eine heikle Frage, weil ich jetzt hier natürlich keine Feinde aufzählen möchte. Nee. Aber was mich an dem Gebot immer wieder beeindruckt, ist, dass zum Beispiel Muslime sagen, das haben wir tatsächlich bei uns nicht. Und das beeindruckt uns. Und deswegen glaube ich, ist das Gebot der Feindesliebe von Jesus ja ganz klar gepredigt und verkündigt, etwas, was wir im christlichen Glauben auf gar keinen Fall vergessen dürfen.
Das ist eine Art Alleinstellungsmerkmal. Es geht nicht nur darum, die zu lieben, die die gleiche Überzeugung haben, die aus demselben Stall kommen, sondern tatsächlich ja, auch die, bei denen alles irgendwie anders ist. Und deswegen wäre es wichtig, darauf auch immer wieder hinzuweisen. Vielen Dank. Eine nächste Frage. Wie wird mir die Bibel wieder persönlich lieb? Also in der Frage steckt diese drin, wie wird sie mir wieder lieb? Das heißt, sie war mir irgendwie vorher lieb, es ist was verloren gegangen. Wie kommt das jetzt wieder? Müsste man fragen, was war das vorher, was sie mir lieb gemacht hat? Ich will mal versuchen, so zu antworten und das vielleicht auch aus der Perspektive eines Theologiestudierenden versuchen zu beantworten. Die Bibel sollte ich als Christ so lesen, dass es mein Anliegen ist, wirklich zu verstehen, was meint Jesus, was meinen die Apostel, was meinen die Propheten, was steht da. Und lieb sollte sie mir werden, so in der Art und Weise werden, dass ich wirklich versuche, in sie einzudringen und zu verstehen, was da steht. Egal, ob es mir gefällt oder nicht. Und das kann einem natürlich manchmal verloren gehen, wenn man den Eindruck hat, das, was ich vielleicht dann zusätzlich lernen muss, verstellt mir das eigentlich eher. Aber im Idealfall ist natürlich auch das, was wir an der Universität an Exegese lernen, nichts anderes, im Idealfall, als dass es uns die Bibel auch hell macht, uns hilft, die Bibel zu verstehen, sodass eigentlich erstmal kein ganz grundsätzlicher Unterschied zwischen meinem persönlichen Bibellesen und einem wissenschaftlichen Bibellesen besteht. Ein wissenschaftliches Bibellesen geht nochmal mit anderen Methoden dran, gibt mir vielleicht auch welche an die Hand, die ich sonst so nicht hätte. Aber ich glaube, das Bibellesen wird mir wieder lieb, wenn ich mir klar mache, mein Ziel muss sein, ich will diese Schrift wirklich verstehen. Ich will verstehen, was Jesus gesagt hat. Ich will verstehen, was Paulus hier meint, was Jeremia gemeint hat. Und dieses Ziel nie aus den Augen zu verlieren und da allen Ehrgeiz ranzulegen, und dann wird mir die Bibel auch wieder lieb. Was sind vielleicht bei so gewissen Ermüdungserscheinungen, die manchmal eintreten? Also es gibt ja Zeiten im Leben eines Christen, da hat man wirklich Freude, jeden Morgen oder auch mal mittags oder abends, je nachdem, wann die jeweilige Zeit ist, wirklich in der Bibel zu lesen und die auch zu verstehen. Und dann gibt es aber immer wieder so Zeiten, da fällt einem das schwer. Was sind vielleicht bei Ermüdungserscheinungen? Also ich würde empfehlen, dann den Druck von sich selbst wegzunehmen. Also man empfindet ja vielleicht manchmal so einen Druck beim Bibellesen, jetzt muss auch irgendwie geistlich was bei rauskommen. Und ich würde empfehlen, bei diesen Ermüdungserscheinungen diesen Druck versuchen zu vermeiden und trotzdem dran zu bleiben. Dran zu bleiben heißt trotzdem weiterzulesen, so eine Art heilige Routine einzuüben. Weiter an den Texten zu bleiben, und wenn ich den Eindruck habe, da ist jetzt geistig nichts rumgekommen, okay. Mag sein, dass der Text Jahre später mal seine Wirkung entfaltet, vielleicht auch nie. Aber das Dranbleiben und eine heilige Routine zu pflegen, das fände ich ganz wichtig, und sich selbst auch nicht unter Stress zu setzen. Vielen Dank. Du hast vorher schon mal kurz aufs Studium angesprochen. Dahin führt auch die nächste Frage. Wie gehe ich in der persönlichen Bibellese damit um, wenn ich im Studium etwas lerne, dann, wenn es Konflikte zwischen meiner persönlichen Bibellese und dem, was ich im Studium lerne, gibt? Also da würde ich erstmal zwei Dinge raten. Das eine ist, erstmal zu schauen, dieser Konflikt, welchen Stellenwert hat der? Ist es ein Konflikt, den zu bearbeiten sich jetzt wirklich lohnt, oder geht es um eine vollkommene Randfrage? Stört er mich wirklich? Belastet er mich? Oder ist es was man eigentlich auch wirklich schnell und leicht beantworten kann? Also will ein Beispiel bringen. Ich weiß, als ich selbst studiert habe, hatte ich einen Kommilitonen, der unheimlich drunter gelitten hat, dass nach den synoptischen Theorien, die er da gelernt hat, ja offensichtlich der eine vom anderen abgeschrieben hat. Das hat ihn sehr, sehr belastet. Und da denke ich, das kann man schnell beantworten, weil sogar die Bibel davon ausgeht, nehmen wir den Prolog des Lukas-Evangeliums, dass zumindest Lukas hier mit Quellen umgegangen ist.
Und da denke ich, das muss einen dann deswegen nicht stören. Ganz im Gegenteil, das ist nur biblisch. Mhm. Wenn es aber jetzt zu Dingen kommt, wo wirklich auch die Glaubwürdigkeit wichtiger biblischer Aussagen in Frage steht, dann müssen wir damit umgehen. Mhm. Es ist immer ungesund, einen inneren Konflikt, den man mit einer Sache hat, zu verdecken und dem aus dem Weg zu gehen. Und dann bleibt eigentlich uns tatsächlich nur übrig, hier Arbeitszeit rein zu investieren und zu sagen, entweder übernehme ich das, was ich jetzt anders gehört habe, begründet, oder ich lehne es begründet ab. Mhm. Billiger können wir es uns nicht machen. Mhm. Hast du ein konkretes Beispiel aus deinem Studieren, wo du mal einen konkreten Fall angegangen bist, wo du gemerkt hast, da reibt sich das und wie du damit umgegangen bist? Ja, ein Beispiel war, ich habe mich mal ein bisschen beschäftigt mit der, wie dieser Messias-Geheimnistheorie von Wrede, von William Wrede. Und die, finde ich, greift doch schon sehr auch in den, wie soll man sagen, in das Messias-Sein Jesu ein. Das heißt, es ist nicht ganz ohne, um was es da geht. War er jetzt auch selbst Messias, hat er selbst diesen Anspruch gehabt oder nicht? Und da habe ich mich dann intensiv ein bisschen mit beschäftigt und da ist mir dann einfach aufgegangen, also wie viele Hypothesen Wrede da miteinander verknüpfen muss, damit sein Modell irgendwie aufgeht. Mhm. Und ich dann sagen muss, zunächst, es überzeugt mich eigentlich nicht. Mhm. Das ist mir das steht auf zu schwachen Füßen. Interessant war für mich dann noch später zu erfahren, dass Wrede wohl auch gegen Lebensende sich selbst von seiner Theorie wieder abgewendet hat. Und wie gehst du in konkreten Fällen damit um, wenn jetzt direkt die Historizität bestimmter Personen oder Ereignisse, die hinter biblischen Berichten stehen, angezweifelt wird? Also da müssen wir natürlich den konkreten Fall sich anschauen. Für mich ganz wichtig, immer auch zu gucken, welchen Anspruch erhebt die Bibel dort selbst und welchen nicht. Weil ich natürlich einen Fehler auch nicht machen möchte. Ich möchte auch nicht dort Historizität in der Bibel vermuten, wo sie selber mit diesem Anspruch überhaupt nicht kommt. Ich weiß, wie umstritten wohl dieser Satz ist, den ich gerade genannt habe, aber das ist für mich eigentlich vollkommen selbstverständlich. Wir müssen der Bibel auch dort erstmal zuhorchen, wo begegnet sie uns wirklich mit einem historischen Anspruch und wo begegnet sie uns mit dem nicht. Oder auch mit einem, nennen wir es mal ruhig so, mit einem eher naturwissenschaftlichen Anspruch und dann wieder mit einem poetischen Anspruch. Mhm. Das ist für mich eine ganz wichtige Art und Weise, auf Bibel zu hören und nicht zu denken, eine bestimmte Art und Weise, das ist die einzige, in der sie sich ausdrücken darf. Mhm. Vielen Dank. Gibt es Widersprüche in der Bibel und wie löse ich sie auf? Ich sage mal ganz unvorsichtig, ja, es gibt welche. Also ich habe damit gerechnet, dass die Frage kommt, habe mich nochmal schlau gemacht, in der Apostelgeschichte nochmal nachgelesen. Da meine ich tatsächlich einen gefunden zu haben, den ich mit besten Methoden nicht mehr aufgelöst bekomme. Das ist der Bericht, da gibt es ja drei Berichte vom Berufungserlebnis des Paulus, wo er davon redet, ob die mit ihm waren, zwar das Licht gesehen haben, aber die Stimme nicht gehört oder umgekehrt. Mhm. Und das widerspricht sich in den drei Berichten. Das macht mir aber ehrlich gesagt keine Mühe. Das macht mir tatsächlich keine Mühe, weil ich denke, unsere Aufgabe ist es, bei jedem Buch und genauso auch bei der Bibel erstmal zu schauen, was ist denn der in sich widerspruchslose Kernbestand dieses Buches? Also was sagt denn die Bibel mal klar aus? Also wir würden auch bei jedem anderen Buch, wir würden es ja nicht zur Seite legen, wenn wir irgendwo jetzt einen Widerspruch entdeckt haben. Denn gut, dann ist alles wertlos. Komischerweise bei der Bibel kommt das Problem auf. Aber dann sagen wir, unsere Aufgabe ist erstmal zu gucken, in was sind sich denn die biblischen Schriftsteller alle einig? Und das ist schon mal hoch erstaunlich. Und erstmal das klar zu bekommen und aus der Bibel anzunehmen, und dann relativieren sich auch viele Widersprüche. Der Evergreen Jakobus gegen Paulus, was sagst du dazu? Also ich sag, wir müssen, glaube ich, lernen, Paulus neu zu lesen, weil auch Paulus
an vielen, vielen Stellen vom Zusammenhang von Glauben und Werken spricht. Ich weiß, dass es in der Überspitzung, wie es dann Jakobus tut, und man das dann mit Römer 3, wenn man das nebeneinander stellt, wird es, gebe ich gerne zu, tatsächlich schwierig. Aber manchmal wird die Debatte ja so geführt, als hätte Paulus zum Thema Werke jetzt überhaupt nichts zu sagen. Und das stimmt so einfach auch nicht. Also man lese sich nur mal Römer 6 durch, was mit dem getauften Menschen denn passieren soll, was der denn tun soll. Also ein Glauben ohne Werke kennt auch Paulus nicht. Und insofern ist es für mich vielleicht leichter zusammenzudenken, als für andere, die da auch eine einseitige Paulus-Interpretation haben. Okay, vielen Dank. Jetzt noch eine Frage bezogen auf die ganz aktuelle Situation. Wie geht Bibellesen und Beten persönlich im Lockdown? Und wie geht christliche Gemeinschaft, wenn viele kirchliche Angebote wie gerade eben nicht stattfinden? Ja, ich meine, ich glaube, das persönliche Bibellesen ist natürlich wenig betroffen, aber das gemeinsame Bibellesen, Hauskreise und so weiter, das ist natürlich echt schwierig. Ich meine, ich habe jetzt in diesen Monaten des ersten und zweiten Lockdowns so ein paar Sachen mal kennengelernt, die ich ganz pfiffig fand. Zum Beispiel, dass sich eine Gruppe auf WhatsApp verabredet hat, zu einem bestimmten Bibeltext schreibt immer mal wieder einer einen Satz in die Gruppe. Und da kamen zum Teil richtig tolle Sachen bei raus. Ja. Das zum Beispiel ist eine Möglichkeit. Oder, ich selber mache es tatsächlich nicht so gerne, aber warum nicht auch mal zum Gebet in einer Zoom-Konferenz sich treffen? Ich mache es nicht gerne, mir fehlt der persönliche Kontakt da sehr. Manchmal denke ich aber, es ist einfach besser als nichts. Aber wir haben so fantastische technische Möglichkeiten, dass ich denke, der Austausch über Bibeltexte, der muss nicht beeinträchtigt sein. Das heißt, welche Angebote hast du selber jetzt in der Zeit wahrgenommen und besonders schätzen gelernt? Also, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich auch in meiner Familie oder mit meiner Frau mich über Bibeltexte austauschen kann. Ich habe selber mal erlebt, in einer WhatsApp-Gruppe ein intensives Bibelgespräch, also man musste schnell tippen. Es geht alles. Also das sind so meine Erlebnisse. Okay. Vielen Dank. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, Clemens, dass du dich unseren Fragen heute Abend gestellt hast. Und wir bedanken uns bei euch allen, dass ihr eingeschaltet habt. Aber es ist auch noch nicht vorbei, denn jetzt seid ihr mit euren Fragen dran, die ihr sonst noch rund um das Thema Bibel habt. Ihr seht den Link für die Fragen unten in der Beschreibung dieses Videos und könnt einfach direkt loslegen und Fragen eintippen und dann wird euch Clemens weiter Frage und Antwort stehen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Für grandios. Das würde ich jedem Christen zu lesen geben. Jetzt noch eine Frage, die wieder mehr auf das Thema Bibel und Studium fokussiert. Sollte die Bibel im Studium mehr Raum einnehmen? Wer will da Nein sagen? Die Frage muss man ein bisschen präziser beantworten. Wir haben natürlich im traditionellen Fächerkanon des Theologiestudiums zwei Fächer, die sich mit den beiden Testamenten beschäftigen. Ich denke aber auch in anderen Fächern, in systematischer Theologie, auch praktische Theologie, eine biblische Grundlegung sollte eigentlich der Normalfall sein. Immer auch eine Frage nach dem Schriftbefund, das Gewagte formuliert auch nach dem Schriftbeweis, sollte ein selbstverständlicher Teil jede Art von Theologie sein, egal in welchem Fach man da gerade unterwegs ist. Insofern ja, ganz einfach ja, sie sollte mehr eine Rolle spielen. Leider hatten wir am Anfang technische Schwierigkeiten, deswegen möchte ich dir gerne vom Anfang nochmal eine Frage stellen. Clemens, du hast im Video gesagt, nicht nur von denen lernen, die aus dem gleichen Stall kommen.
Was hast du zuletzt von Christen gelernt, die völlig anders glauben als du? Also bei einem Pfarrer, von dem ich weiß, dass er große Stücke auch auf die Bultmannsche Theologie hält, habe ich was gelernt, was mich sehr, sehr getroffen hat. Als er mal gesagt hat, in unseren Gemeinden ist das größte Problem der Richtgeist und der Raffgeist. Aber viel mehr hat er gar nicht gesagt dazu. Aber diese beiden Begriffe sind mir unvergessen geblieben. Hat mich sehr getroffen. Und ich denke, das ist einfach gut jesuanisch, was er da gesagt hat. Und ja, wie gesagt, ich habe es nie mehr vergessen. Auch noch eine Frage, die wir nochmal wiederholen wollen. Gib mir die Bibel bestimmte Grundentscheidungen im Studium vor, zum Beispiel Prinzipienethik statt Konsequentialismus oder Realismus statt Idealismus? Eine gute Frage, schwer zu beantworten. Ich würde sagen, ja, sie gibt mir bestimmte Dinge vor, aber nicht in dem Sinn, dass man sich das relativ leicht dann einfach an den Texten ablesen kann, sondern das ist dann tatsächlich auch harte Arbeit. Also was für auch philosophische Konzepte reimen sich mit dem biblischen Befund, welche reiben sich mit ihm? Von Begriff machen, wo ich sage, das ist biblisch safe und das andere nicht, sondern das sind Dinge, die muss man sich tatsächlich dann selbst erarbeiten, um es dann auch gut begründet weitergeben zu können. Vielen Dank. Hat sich Jesus von Nazareth als Sohn Gottes, Heiland, anbetungswürdig Gott gesehen? Ja, hat er. Und jetzt können wir natürlich die und die Stellen bringen. Ich finde, einen ganz wichtigen Punkt in dieser Sache ist das, was man die sogenannte implizite Christologie nennt. Also das, was nicht in den expliziten Worten Jesu ausgedrückt ist, da könnte man jetzt auch einige Sachen nennen, sondern Dinge, die implizit mitschwingen in dem, was er tut. Oder Sachen, die er gesagt hat, wo er auch nicht direkt gesagt hat, ich bin Sohn Gottes, aber allein, dass er das und das gesagt hat, weist in die Richtung hin, dass sein Anspruch so groß ist, dass er in diese Richtung geht. Also ein Beispiel kennt Markus 2, 1 bis 12, die Geschichte von der Heilung des Gelähmten. Der Anspruch, Sünden zu vergeben, das ist von den Pharisäern dann ganz richtig bemerkt worden, das ist ein Anspruch, den nur Gott erheben darf. Das heißt, die Empörung der Pharisäer war erstmal gerechtfertigt, als Jesus dem Gelähmten einfach mal so seine Sünden vergeben hat. Und in dieser Art und Weise gibt es viele Dinge, auch in den Synoptikern. Also man braucht nicht glauben, dass nur das Johannesevangelium von der Gottessohnschaft Jesu weiß und von seinem hohen Anspruch, auch in den Synoptikern, sind viele Dinge nur verständlich, wenn man diesen hohen Selbstanspruch Jesu mitdenkt. Die nächste Frage zielt auf die Relevanz der Bibel. Ist die Bibel heute noch aktuell? Welche Relevanz kann sie in der modernen Welt haben? Würde ich natürlich gerne zurückfragen, warum sollte sie heute keine mehr haben? Vielleicht nur, weil sie alt ist. Es gibt viele alte Texte, bei denen wir überhaupt kein Problem haben, sie heute noch als relevant anzusehen. Ich würde sagen, gerade weil diese Texte alt sind und vergangen sind, gerade deswegen sind sie relevant. Bei neuen Texten muss man erst abwarten, ob sie sich bewähren. Allein, dass die Bibel sozusagen bis heute vervielfältigt gelesen und immer weitergegeben wird, zeigt ja auch, da scheint was hinter diesem Buch zu stecken. Es kommt auch oft die Frage, ja, die Fragen heute, die sind doch alle vollkommen neu und in der Bibel so noch gar nicht behandelt. Wie kann die Bibel hier relevant sein? Und dann sage ich, das ist ja nun fast selbstverständlich.
dass jetzt zum Beispiel gerade in der Ethik immer wieder neue Fragen aufkommen, die so in der Bibel noch überhaupt nicht behandelt werden konnten. Das heißt aber eben nicht, dass die Bibel dazu nichts zu sagen hat. Und das ist immer so, dass uns als Menschheit neue Fragen überraschen. Aber die Bibel sagt eben nicht nur zu einzelnen speziellen Fragen was, sondern sagt auch sehr, sehr grundsätzlich Dinge, mit denen wir dann diese neuen Fragen immer mal wieder konfrontieren können. Das heißt, ja, sie ist relevant. Ich kenne kein relevanteres Buch. Vielen Dank. Die nächste Frage zielt auf das Alte Testament. Haben Sie einen Tipp für besonders schwierige Bibelstellen, zum Beispiel den Bann vollstrecken im Alten Testament? Das ist die Frage, was mit Tipp gemeint ist. Also, ein Tipp wäre vor allem mal, das Erschrecken über solche Stellen zuzulassen und nicht vorschnell für Stellen, die uns quer kommen, Lösungen zu suchen. Bei solchen Sachen muss man sich natürlich eins auch klar machen: Gott ist Herr über Leben und Tod. Das ist ein Satz, den wir einfach so mitsprechen. Wenn er dann mal konkret wird an so einer Stelle, dann merken wir, ob wir ihn vielleicht zu unbedacht immer so mitgesprochen haben. Das ist jetzt alles kein Tipp, aber trotzdem erstmal zulassen und nicht vorschnell eine Lösung suchen. Und die Bibel ist ein so gewaltiges und so derart überlegenes Buch, dass es mich überhaupt nicht wundert, dass es Dinge gibt in der Bibel, die wir nicht so einfach schlucken können. Das halte ich nur für erwartbar bei einem Buch, wie es die Bibel eben ist. Ich hake da nochmal nach, was wäre dein spezieller, du hast von Lösungsansätzen gesprochen und über Lösungen nachdenken, was wäre denn in Bezug auf die Landnahme und da wirklich auch gewalttätige Akte gegenüber anderen Völkern, was ja mit Bannvollstrecken auch gemeint war, was wäre da so ein Lösungsansatz, in welche Richtung würdest du da gehen, um solche Texte verständlich und zu machen und auch zu lösen? Also ich gebe es gern zu, ich habe vor 2 Jahren mal im Urlaub nochmal für mich das ganze Richterbuch am Stück nochmal durchgelesen. Und es hat mir Mühe gemacht, wenn man dann gerade die Eroberungsgeschichten eine nach der anderen liest und mal so die Todeszahlen summiert. Das ist schon harter Tobak. Ich würde eine grundsätzliche Frage stellen, nämlich passt in unser Gottesbild das Thema Gericht? Passt es rein oder nicht? Eigentlich gar nicht sehr viel mehr dazu sagen. Aber die Frage müssen wir uns stellen, wenn wir sowas lesen. Passt es bei uns rein? Ist das ein Gedanke, den wir mit Gott verbinden können oder nicht? Wenn wir den gar nicht mit verbinden können, dann bleiben diese Stellen unlösbar. Vielen Dank. Eine ganz andere Frage. Was ist das Evangelium deiner Meinung nach? Das sind immer diese scheinbar simplen Fragen, die einen dann völlig aus Konzept bringen. Also ich würde an der Stelle vielleicht versuchen, mit einer Kurzformel auch aus der Bibel selbst zu antworten. Zum Beispiel mit 1. Korinther 15, was ist es, 3b, also diese Zusammenfassung, gestorben, begraben, auferstanden, gesehen von vielen. Also Evangelium ist für mich die Erzählung der Jesusgeschichte mit Blick auf das, was es für uns als Menschen in Bezug auf unser Heil bedeutet. Das ist Evangelium. Vielen Dank. Worin besitzt die christologisch konzentrierte Systematik und Verkündigung die Gefahr, antijüdisch zu sein? Also es ist schon eigenartig, einer christologisch-zentrierten Systematik die Gefahr des Antijudaismus vorzuwerfen. Christologie, Christus ist als die griechische bzw. dann latinisierte Form des Messias-Begriffs, ja erstmal ein jüdischer Begriff. Das heißt, mit dem Messias-Gedanken in der christlichen Theologie zu operieren, kann erstmal gar nicht
antijüdisch sein. Diese Schwierigkeiten, die kommen ja immer mal wieder hoch. Ich weiß noch, zur Zeit meines Studiums ist es damals auch hochgekocht. Und da wurde uns geraten, so eine Art christologischen Besitzverzicht zu üben. Ganz eigenartig. Auch was meines Wissens nach auch von der Seite der jüdischen Gesprächspartner überhaupt nicht geschätzt wird, wenn wir plötzlich unsere Position aufgeben, angeblich ihnen zuliebe. Das ist ganz, fände ich, was ganz, ganz Eigenartiges. Also erstmal, ich kann da keinen Widerspruch sehen. Ich sehe eher eine Gefahr, sozusagen erstmal eine rein innerchristliche Gefahr bei einer ganz stark christologisch konzipierten systematischen Theologie, dass manche wichtigen Topoi wegfallen oder unterbetont werden. Da sehe ich eher eine Gefahr, die aber auch nicht sein muss. Ich glaube, dass wenn solche Dinge wegfallen, dann ist es auch eine falsche Art von Konzentration auf das Thema Christus. Ich glaube, wenn man sich auf Christus richtig konzentriert, dann merkt man auch, wie bestimmte Themen der Theologie, die scheinbar randständig sind, ganz notwendig wieder mit ins Boot geholt werden müssen. Was ist Ihre Meinung zur Judenmission? Wenn ich selber einen Juden frage, den ich gut kenne und der beim Evangeliumsdienst für Israel arbeitet, der würde vermutlich die Frage gar nicht verstehen. Also warum da ein Problem ist, weil er sagt, Christus ist als erstes für uns gekommen. Und selbstverständlich muss dieses Zeugnis auch uns erzählt werden. Ich verstehe natürlich die Problematik. Weil ich sage, hier ist ein besonderes Fingerspitzengefühl und zur Not auch eine besondere Zurückhaltung geboten. Aufgrund auch unserer speziell eben der deutschen Geschichte. Aber grundsätzlich stehe ich dazu. Vielen Dank für dein klares Statement. Darf man ein Lieblingsevangelium haben? Hast du ein Lieblingsevangelium oder bist du da diplomatisch? Also ich finde, man darf eins haben. Man darf in der Bibel bestimmte Lieblingsbücher haben. Unbedingt. Ich kann kurz sagen, was mein Lieblingsevangelium ist. Das ist das Markus-Evangelium. Das liegt aber vielleicht einfach auch daran, weil ich mal gezwungen war, das Markus-Evangelium besonders intensiv durchzuarbeiten. Ich habe selber in Bibelkunde unterrichtet, als ich in Dortmund war. Und ein Evangelium, mit dem man sich sehr beschäftigt, das wächst einem dann irgendwann auch ans Herz. Und das ist bei mir so. Mhm. Und ich finde es sehr gut, wenn jeder Christ irgendwo ein bestimmtes biblisches Buch hat, das er besonders gerne mag. Das hat nämlich folgenden Vorteil: Wenn man sich in einem biblischen Buch besonders gut auskennt, dann fällt es einem auch leichter, beim Lesen anderer biblischer Bücher Bezüge herzustellen. Aber wenn man zum Beispiel von einem Evangelium, also den Grobaufriss im Kopf hat, dann ist es viel, viel leichter und ertragreicher, auch die anderen Evangelien zu lesen, weil dann merkt man die Parallelen, man merkt die Unterschiede und kommt in den ganzen Reichtum der Bibel viel besser rein. Deswegen rate ich sogar dazu, sich ein Lieblingsbuch rauszusuchen und das richtig intensiv mal zu beachten. Vielen Dank. Welche Bibelhermeneutik ist für bekenntnisfreudige Theologen hilfreich und wissenschaftlich vertretbar? Biblische Theologie ist Canonical Approach aktuell? Es ist immer so eine Sache, wenn ein bestimmter hermeneutischer Ansatz out ist, wir legen das fest, was out ist. Ich halte das, was ich zu meiner Studienzeit in Tübingen an biblischer Theologie gelernt habe, immer noch für sehr, sehr aktuell. Bei aller Kritik im Detail, aber grundsätzlich für immer noch aktuell und auch plausibel. Also dieser Grundansatz, dieser gesamtbiblische Grundansatz, den halte ich einfach auch vom gesamtbiblischen Zeugnis her für plausibel. Deswegen würde ich sagen, da tue ich mir immer ein bisschen schwer, Sachen sind out. Man darf ruhig auch in der Theologie mal, wenn es einem einleuchtet, vollkommen altmodische Sachen für gut halten. Sehr schön, vielen Dank. Sie haben gesagt, dass die Bibel ethische Grundlinien aufweist. Was ist aber mit
im Christlichen sehr kontroversen Themen, wie zum Beispiel Geschlechterbeziehungen? Ja gut, dass Themen unter Christen sehr kontrovers sind, heißt ja nicht, dass es dazu nicht vielleicht trotzdem eine relativ klare biblische Linie gibt. Es muss nicht sein, aber kann ja sein. Das heißt, dass Sachen umstritten sind, sagt erstmal nur nichts zu dem, was in der Bibel steht. Das müssen wir sozusagen gesondert behandeln. Und dann wäre einfach zu gucken, was gibt es? Fragen wir ganz vorsichtig, kommen von ganz weit her. Gibt es biblische Aussagen zur Frage des Zusammenlebens der Geschlechter? Gibt es die? Welche sind das denn? Und was wird da gesagt? Und da finde ich zum Beispiel sehr auffallend, dass diese Stelle aus Genesis 2, dass ein Mann Vater und Mutter verlassen wird, seiner Frau anhangen und so weiter, die zwei werden ein Fleisch sein, wird zitiert in den Synoptikern, wird zitiert bei Paulus. Das heißt, ein Text, der sehr umfassend in der Bibel genannt und ausgelegt wird. Und das wäre für mich zum Beispiel eine so eine Grundlinie. Wie verhält man sich als evangelikaler Student, wenn sich Dozenten über die Bibel und Menschen, die sie ernst nehmen, lustig machen? Ich würde es ansprechen. Ich würde es vielleicht auch im persönlichen Gespräch ansprechen. Und könnte mir auch vorstellen, dass derjenige, der sich da in dem, wie er geredet hat, verfehlt hat, dass der das auch, ja, dass der da vielleicht auch erschrickt, es vielleicht gar nicht gemerkt hat. Ich würde es ansprechen. Und tatsächlich vielleicht wirklich im persönlichen Gespräch, die Seminarsituation, vielleicht auch Vorlesungssituation, die ist immer noch mal eben dadurch schwierig, dass dann alles auf einer Bühne stattfindet. Also da sitzen dann vielleicht noch mal 30, 40 Leute mit drin. Das macht es für jeden noch mal schwieriger. Ich würde da jetzt auch keine große Bekenntnissituation draus machen, sondern ich würde dann den Dozenten persönlich ansprechen. Okay, vielen Dank. Eine allerletzte Frage noch. Dein Inspirationsverständnis. Also ich versuche Inspiration erstmal, da merkt man vielleicht jetzt auch mal einen systematisch-theologischen Hintergrund, zu verstehen als ein Spezialfall der Lehre vom Heiligen Geist. Und wenn ich mir überlege, wie denn der Heilige Geist biblisch in seinen Aufgaben beschrieben wird, dann ist der Heilige Geist der, der heiligt. Das bedeutet, jetzt angewandt auf die biblischen Autoren und ihre Texte, dass der Heilige Geist Menschen befähigt hat, dadurch, dass er sie geheiligt hat, Texte zu schreiben, die nachher das bewirken, was Gott mit ihnen möchte. Und für mich ein ganz wichtiger Punkt ist dabei, dass der Heilige Geist die Menschen dann in dem, was sie sind, nicht platt macht, weil das heißt nicht heiligen. Heiligen heißt es, was da ist, zu erhalten, aber es eben zu heiligen. Das tut der Heilige Geist. Deswegen haben wir auch in der Bibel derart unterschiedliche Charaktere. Was jeder auch mit nur wenig Bibelkenntnis sofort merkt. Der Charakter des Johannes-Evangeliums ganz anders als bei Paulus. Petrusbriefe wieder ganz anders als und so weiter. Das heißt, mein Inspirationsverständnis geht ganz stark dahin, dass Gott das benutzt, der Heilige Geist das benutzt, was er in diesem Menschen hat, in dem biblischen Autor. Und das, wie soll man sagen, zum Singen bringt. Heiligt. Und dadurch dann Texte entstehen, die, und das ist ein zweiter wichtiger Punkt für mein Inspirationsverständnis, die dann eine bestimmte Funktion erfüllen können, nämlich Menschen zu Christus zu führen. Übrigens wäre die berühmte Stelle in 2. Timotheus 3, 16, 15 und 16. Wer die liest, wird merken, dass das Inspirationsverständnis, das dort entfaltet wird, eine ganz klare soteriologische Zuspitzung hat. Weißt, die Schrift ist inspiriert, damit Leute zum Glauben kommen, damit Leute auch diese und jene Einsicht über das, was Gott von ihnen will, bekommen. Das hat immer ein bestimmtes Ziel. Und ja, so viel mal. Vielen Dank für diese starke Antwort zum Schluss und überhaupt, dass du dich den ganzen Fragen schon vorher im Interview und auch jetzt gestellt hast. Wir haben
jetzt noch ein kleines Geschenk für dich. Ein Buch haben wir rausgesucht. Wir hoffen, dass du das schmökern kannst und dabei eine gute Schokolade essen. Wir danken auch euch allen, dass ihr eingeschaltet habt. Aber es ist auch noch nicht vorbei mit der MRT to go. Wir haben noch einen dritten Abend. Der findet statt am 12. Februar, am kommenden Freitag. Und dort wird in diesem Livestream nochmal ein Interview mit Michael Herbst über die Kirche und die Zukunft der Kirche gestreamt. Dazu herzliche Einladung. Schön, dass ihr heute Abend dabei wart.